Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge wollten wir zur Battus-Zitadelle. Baphus, ja. Und ja, wir brauchen einige Waffen, um unser Luftschiff aufzubauen, damit wir den Kokon durchstoßen können. Jawohl, da liegt sogar was. Ich habe immer noch diese schwarze Grütze um mich herum, weil ich wieder ein bisschen am Trainieren war und da wird jetzt ein bisschen schwer, die ganzen Gegner jetzt auszumanövrieren, schon wieder Trauben. Aber, oh, jetzt ist es weg, gut, perfekt. Wir machen uns jetzt auf zur Baphus-Zitadelle und Abfall. Es gibt hier Abfall auf Hodra, auf einem vollkommen anderen Planeten. Oh, es ist so verkackt warm hier. Ah! Schon. Und Beast. Ja, ich tue wieder Sophie ein bisschen steuern. Da hat man ja schon lange nicht mehr. Diese aufladenden Angriffe zu leveln, die sind so verdammt beschissen. Bam, doch. Aber irgendwann muss man das ja machen. Bam. Malik hat schon irgendwie all seine Zauber hier. Der für alle Zauber ja schon ein E-Titel, außer die, die ich noch nicht habe. Weil zwei Stück sind, mein Gott, ey. Warum machen die nicht so viel irgendwie? Erstmal muss irgendwie jeden Angriff 900 Mal oder 800 Mal einsetzen. So, hier rechts, hier war doch Dingens. Ja. Hier haben wir letztens so was gefunden, aber ich wollte schon sagen, hier kommt noch ein Skit. Spuren von Menschlichkeit. Das kam wahrscheinlich noch nicht bei Sophie noch nicht, aber. Oder Emerald. Die ist übrigens auch noch da. I set up anti-personnel traps and ran from my sister, and then was all pshoo! You must have been an incredible kid. This world used to be home to a great many people, many of them exceptionally gifted, just as Pascal here. Oh Gott, ganz auf Planet Pascal. By Lambda triggered a massive war, and now you see what our world has become. You know, I'll admit it now, but I was kind of worried that maybe it was the Amarcians who ruined everything. I bet you're pretty relieved that wasn't the case. Indeed, the fault for this lies with Lambda alone. Okay. Ach, ganz am Planet voller Pascals. Weil so, oh Gott. Riesige Errungenschaften, die vielleicht irgendwie nicht alles bringen. Das ist wie ein trauriges Smiley da hinten. So, das ist das Ding, was wir vom Weiten schon. Nee, war die Dinge, das sieht halt aus, hast du. Egal, Region 66, da konnten wir noch nicht hin. Jetzt können wir da hin. Mal sehen, was uns erwartet. Das soll eine Waffenfabrik sein, anscheinend. Kein vollständiger Vogel. I've been thinking about Affinia as of late. We have no way of knowing how things are progressing there. It's pretty stressy, huh? Can you use Poisson's communication device to contact anyone? I find it unlikely that a bird could fly all the way to our world. Well, let's just see. Off you go, Birdie. And? It came back. I don't think this will work. Then I guess it's the reinforced shuttle or nothing if we want to return. That time is already upon us. We should hurry. Yeah. You okay? Okay. Planet geht nur in Ordnung, aber dazwischen, ne. Ja, wollte schon sagen, wir waren auch noch ein paar Sachen. Jetzt können wir erstmal hier hin. Boah, es ist so verkackt warm hier. Also ich weiß nicht, ob es auf Fodra warm ist, aber hier ist es verdammt kalt, ja genau, warm. Antike Kleidung. Und Trank des Lebens. Ich bin letztens erst welche geholt, weil ich trainiert war. Antike Kleidung. Vor allem Kleidung. Oh, physische und Kreisangriff. Gut. So, weiter. Habe schon gegen die Kämpfe, sie sehen mir neu aus. Na gut. Gehen wir mal zur Baphus-Zitadelle. Ich spreche sie jetzt so oft, Baphus. Elixier, das können wir gebrauchen später. Da werden wir ja wahrscheinlich auch noch ein paar Gegner hier finden. Ein paar neue. So, und nochmal zwei Schatzlohn. Erstaunlicher Knochen. Und Natto, ja, geil. Als ob wir davon nicht schon genug haben, also unsere Charaktere. So, liegt da noch irgendwas? Hey, da ist noch was glitzern. Das glitzert, glitzert. Ist so weg. Ist so weg. Warte mal hier.
Eine Kaiserklaue. Was? Nein. Ich könnte sie gebrauchen, wegwerfen. Hm. Weiß nicht. Wenn jetzt als geöffnet zählt, ich nicht wieder dahin laufe. Habe ich die nicht geöffnet? Ach, das habe ich ja schon. Ja. Angewohnheit von Star Ocean 4. Ich muss auch jede einzelne Truhe einmal öffnen für irgendein, weiß nicht, Erfolg oder gab es auch so Kampftrophäen oder irgendwie sowas. Boah, die waren richtig behämmert. Leck mich. Will ich jetzt auch nicht drauf weiter ausgehen. Weiß. Super. Was hast du denn zu sagen? Langer Zeit, diese Straße, viele Menschen. Aber störte selbst. Entdeckung, beunruhigender Garten. Eine vertrocknete Welt. Am I the only one finding it hard to breathe? You've been under constant pressure since we came to this world. Maybe looking at those flowers would huh? What is it? Those aren't real flowers. They're just made out of clay. No, Sharia. Those are real flowers. What? It is true. When they lost their Elif, they transformed into that clay-like substance. Lost their Elif? You mentioned some difficulty breathing. The disappearance of Elif is the cause of that as well. Very soon, this world will be completely dead. That can't be. The world will die? Yes, the Elif that springs from the planet's core has run dry. Okay, was ich mich ja frage, warum wundert sich überhaupt keiner, dass hier überhaupt Blumen sind? Ob sie echt sind oder nicht? Das sind die einzigsten Blumen, die wir hier gesehen haben, auf diesem vertrockneten, verkohlten, zerstörten Planeten. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, gegen dich haben wir noch nicht gekämpft. Ein Urwivan. So, atcha! Okay, warum fiel es mir im Training so schwer, Beast einzusetzen? Jetzt komme ich hier zu jedem Angriff zu. Oh, Indignation! Burns. Zack, so. Weil ich muss eigentlich nur noch AAs einsetzen, weil ich schon alle Zauber mit ihm hochgeballert habe. Warte mal. Kann er nicht nur irgendwo einen lernen? Einen neuen? Weiß nicht. Bei drei irgendwo was. Meiner konnte auch noch einen Zauber lernen, dann haben wir so alle bald. Mal gucken. Minimal ist gerade so gut. Boah, ich liebe die Musik. Scheiß auf. In der gleichen Bams. Ich weiß, es heißt Entrüstung. Warum auch immer. Ich nenne es Indignation. Deckungsfeuermeister, jawohl. Noch eine Dingens hier. Lernen 800 Mal, guck ich das an. So, damit die schon gemeistert haben, wollen wir die auch nicht mehr einsetzen. Macht Sinn, ne? Was ich wundere, warum ich die abstelle. Nach 90 Parts. Ja, einen Kampf haben wir gemacht, reicht. Wahrscheinlich der einzigste Kampf in diesem Part. Versuchen wir so ungefähr 20 Minuten Parts hochzuladen. Oh, jetzt war's. Fragezeichen. Seht ihr? Entschuldigung. Seht ihr, wie es da unten funkelt? Ja, da ist. Was das wohl sein mag. Hm. Von da drüben sollten wir hinunterklettern können. Meinst du wirklich? Es sieht gefährlich aus. Sharia, Sophie, ihr wartet hier. Hm? Was ist los, Sophie? Hm. Ah! Wenn ihr ein Junge oder Mädchen ist. Was ist? Ich habe Bauchweh. Bringst du mich in die Stadt? Warum? Warum? Oh je, du scheinst kaputt zu sein. Einen Augenblick. Ich kann keinen Schaden feststellen. Dann tu, was dir von einem Menschen befohlen wird.
Was wie Rita, dieses eine Mädchen, das aussieht wie Rita. Hey, warte, warum gehst du ohne mich voraus? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Jetzt ist mir mein Bauch auch schon egal. Ah, ich verstehe, du stellst mich auf die Probe, stimmt's? Als er noch lebte, sagte mein Vater immer, dass man es mit Bestechung weit bringen kann. Ist das so? Du bist ganz schön frech. Du bist ein ganz schön frecher Humanoid, was? Na gut. Du willst also, dass ich dich wie ein Mensch umhandle, was? Wo habe ich es denn hingetan? Einen Menschen? Was ist das? Das ist meine Lieblingsbrosche. Damit wirst du etwas vorzeigbarer. Nun nehmen sie schon. Siehst du die Blumen? Hübsch, was? Blumen? Hübsch? Da, ich habe dich wie ein Menschen behandelt. Einen Menschen? Wow, wo kommst du denn her? Ah! Nova Monster bestätigt. Initiiere K. Initiiere Kampf. Alles klar, Sophie? Sie haben es geschafft. Hey, wir haben es gefunden. Was ist das denn? Ach, ist nur eine kaputte alte Brosche. Sind Blumen drauf? Ja, sieht so aus, wie etwas, was ein Kind tragen würde. Kannst du sie bitte mitbringen? Das war Sophie. Okay. So etwa? Ist doch süß. Kriegst du immer Schmuck, den du irgendwo am Boden findest, oder ist das eine Ausnahme? Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Mann, oh Mann. Hihi, komm, gehen wir. Zerbrochene Brosche. Und wachgeschrillt. Wow, hier. Und KW. Spalt 3. Okay. So, noch ein Skit. Nö, okay. Ja, Ben, ich habe noch nicht den Part, hallo. Nö. Tausche Waren. Okay. Ach, du kurz die ganzen Mitre-Sachen nochmal verkaufen. Ha! Und noch mehr. So, dann gehen wir mal rein. Die Bathos-Zitadelle. Mein Gott. Welcome to komische Musik. It's been out of service for hundreds of years, yet still it looks brand new. Where can we find this shuttle reinforcement? It should be deep within the Citadel. Natürlich. Okay, let's get going. Müsst euch mal merken, Leute, immer wenn wir irgendwas suchen, ist es natürlich ganz tief drinne. Anstatt direkt am Eingang. Warum denn auch? Aua, was zum... Kennt ihr ultimative Waffen? Hey, du hast die gleiche Kleidung wie ich. Wie kannst du es wagen? Ich bin ein unike... Aua. Auch wenn du vielleicht eher als ich erschaffen wurdest, Mist, oder keine Ahnung. Oh, was getroffen. Au. Gut, Mann. Okay, die Aufnahmen kann ich, glaube ich, vergessen. Ja, komm. Angefangen haben wir auch noch nicht gezeigt, oder? Wow, wo kommst du denn her? Warst du die ganze Zeit schon da? Warum sind die eigentlich immer noch nicht tot? Hallo? Ich könnte meinen, eigentlich müssen die Gegner so schnell weghauen. So viel Titel wie ich schon ab. Okay. Okay, habe ich überhaupt Dingens? Ja, kann ich bekommen verdammt wenig. Oh, Hallöchen. Jetzt haben wir schnell beim Kochen ein Viertel ist. Ja, okay. Bonusgeld. Mehr FP. Oh, das hier habe ich. Okay, wollte ich gar nicht. Ich wollte mehr FP haben. Oder Erfahrung. Ja, 30 Treffer-Kombo. Wird ja wohl zu schaffen sein. Kartoffeln, davon habe ich schon 15, hallo. So, was haben wir noch ein oder zweimal? Oder nullmal? Das kann ich ja lange warten. Ist das hier? Nee. Oh, ich. Ah. Ja, ich glaube zwar nicht, dass das
verdoppelt wieder was als. Sie haben eine Mega Man Level. Monokel. Hat wohl ein Let's Player hier sein Accessoire verloren. Ihr wisst nicht, wen ich meine. Schämt euch. So, wie war das hier nochmal? Nein, da wollte ich noch nicht durch. Okay. Nach rechts bewegen. Eindringen links abwehr. It moved. That's a relief. It seems the system is still operational. When the base personnel fled at the end of battle, they activated an intruder defense system designed to stop outsiders from using the base. Does that mean we can't get inside? It is complicated, but we should not have problems if we deactivate the defenses one by one. To proceed, continue using the switches to move the walls like before. Okay. Inwiefern soll das die Gegner abhalten, wenn die auch das machen? Ich will da irgendwas herstellen. Ja. Komm mal da drüber. Okay. Verteidigung ausgeschaltet. Was für los. Okay, ich weiß noch, hier kann es auch ein bisschen verzückt sein. So. Na, Sophie, aussehende Typen, Mädchen. Das fühlt sich an wie eine Mega Man. Sieht auch ein bisschen so aus. Ich finde auch letztes Mal, könnt ihr mal reinschauen. Verdammte Hosen. Keine Erkundungen, Entdeckungen meine ich. So, was haben wir hier noch? Echt gesagt, ein bisschen umschauen da. Aua. Da bin ich gut, dass wir jetzt unsere Vierer-Dingen einsetzen können. Wenn ich dazu kommen würde. Aua. Weil irgendjemand schießt mich die ganze Zeit ab. Hey. So, komm her. Ah, verdammt. So, komm her. Na wann? Verdammt. Komm her. Ich treffe dich, was so. Mit mal nichts mehr, 30 Treffer Kombo. Oh, 2 auf 5. Please don't mention my past in front of everyone. So. Ausweichen plus, das heißt, ey. Wir kommen jetzt pro Level ab. Ausweichen immer zu. Ein Punkt, glaube ich. Und was nehmen wir denn? Irgendwas, wo sie was Neues lernt oder so vielleicht. Heilungseffekt. Heilungseffekt. Oh, wieder Belebung nach K.O. Ja, bitte. So, warte mal hier noch. Smiles Car. Diese Verteidigung. Hier irgendwo einen neuen Zauber. Auferstehung Effekt war ich plus 20%. Jupp. Mal das mal. Was nein. Erstmal gucken. Ist eine Truhe geil. Also, die können wir irgendwann gebrauchen. So, wir haben gleich schon 19, 20 Minuten. Vorne bewegen. Okay, warum sollte man halt nicht da bewegen? Weil anders ist das so im Weg. Ich habe irgendwie schwieriger in Erinnerung gehabt alles. Dann kommt da wahrscheinlich noch alles. Spätestens wenn die ersten Abzweigungen kommen, glaube ich. Schwächerpunkt oder so. Okay, jetzt wird schon kompliziert. Ich gehe mal da lang. Ruhe! Wassertonikum. Ja, irgendwo, wo ich sicher bin. Ist ein Aufzug, ne? Kommt hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt, wenn ich hier? Ja, hier sind wir sicher. Okay, dann würde ich mal sagen,
Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graceseb. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Ciao.